Hallo, willkommen zurück zu Pokémon Classic. Wir sind kurz vor der Pokémon-Liga und haben jetzt ein richtig, richtig starkes Team. Denn ich habe eigentlich, glaube ich, alle möglichen Trainer, die es so auf der Welt gibt, besiegt von auf der Welt. Und habe einen Part schon aufgenommen, den ich aber gelöscht habe. Der war auch nur ein paar Minuten lang, weil ich nämlich ohne zu trainieren gegen die Top 4 gekämpft habe. Und musste feststellen, dass ich da noch meilenweit von entfernt war. Denn wie man sieht, meine ganzen Pokémon sind jetzt so um die 10 Level höher. Bis auf Kabuto, das ist eigentlich nicht wirklich höher. Und ich werde jetzt jeweils ein Sonderbonbon für einmal Dragonir und einmal für Kabuto benutzen, damit sie sich entwickeln. Und dann haben wir ein Pokémon, was schon mal sehr, sehr stark ist für die Top 4, denn ich habe gelesen, dass Dragonir, oder Dragoran besser gesagt, was wir jetzt bekommen werden, spannenderweise, für die Top 4 sehr, sehr gut geeignet ist. Da das eins der stärksten Pokémon, die hier so gibt, sein soll. Jetzt kann er Wutanfall lernen. Nein! Wisst ihr, was Ultrakacke ist? Ich hab dem... Warte mal, wiederholt. Anschließend ist es verwirrt. Ich vergesse dafür Drachenwut. Ja. Ich war richtig dumm, denn ich hab jetzt gar nicht... Ich habe den auszusehen auf der 55 trainiert und dann wollte ich den natürlich nicht entwickeln, nicht während der Aufnahme. Aber Dragoran erlernt auf der 55 Flügelschlag. Heißt, er lernt jetzt keinen Flügelschlag mehr, wenn er sich entwickelt. Und Flügelschlag ist eine Attacke, die eigentlich recht wichtig ist. Denn unter anderem ist da halt auch ein Kampftyp in der Top 4. Und naja, ob mein Taubboss den alleine so gut meistern wird, weiß ich nicht. Deswegen gucken wir mal. Vielleicht erlernt er doch noch irgendwie. Nee, erlernt er nicht. Das ist natürlich dumm. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen Dragoran. Das ist sehr, sehr gut. Denn Dragoran ist, wie gesagt, eines der besten Pokémon, die man hier so bekommen kann. Anscheinend habe ich nachgelesen. Ich habe dem auch ein paar Attacken beigebracht. Genauso wie Glurak. Eigentlich nur eine Attacke jeweils. Aber ich bin in die Spielhalle gegangen. Und da konnte ich ja mit meinen unendlich Münzen alles kaufen. Habe ich zumindest gedacht. Und ich habe mir gedacht, komm, ich kaufe einfach mal alles. Benutze das dann aber nicht. Damit ich halt alles habe. Habe dann einmal Eisstrahl gekauft. Und einmal... Eisenschweig, so nach der Reihe halt. Und auf einmal waren meine Münzen wieder normal. Das heißt, ich habe jetzt wieder normal viele Münzen. Ich kann also nicht mehr unendlich viele Sachen kaufen, weil ich eigentlich ganz cool finde. Wir haben jetzt einen Kabutops. Auch cool. Und das ist eigentlich ganz geil, denn... Ja, jetzt kann ich wieder... Jetzt habe ich eigentlich praktisch nichts mehr, was verbuggt ist oder so in dem Spiel. Das waren ja eigentlich nur die Münzen. Und jetzt kann ich meinen Kabutops ablegen. Ich bin übrigens gerade die ganze Zeit überlegen, ob ich mir vielleicht schon Onix oder so fange. Schutzband. Die haben alle keine Items, das ist so kacke. Aber ich will vielleicht noch einen Onix fangen, weil das ist halt ein sehr hohes Level. Und ich glaube, ich werde das jetzt auch machen. Oh, da haben wir, glaube ich, einen guten Anwärter auf unser Team gefunden. Ein Onix auf Level 48. Das ist sehr hoch. Ich probiere jetzt uns zu fangen. Slam ist jetzt effektiv, das ist eigentlich ganz gut. Wie man sieht... Oh, Eisenschweif. Kann Dragonir kein... also Dragoran mittlerweile kann kein Donnerwelle mehr. Weswegen ich den paralysieren kann. Ich glaube, das würde bei Onix sowieso nicht klappen. Feuer-Odem ist natürlich nicht so geil, wenn man da... Oh, der kann Feuer-Odem? Feuer-Odem ist eine Drachenattacke. Geil. Dann Onix will ich haben. Das ist cool, das ist stark. Ich werde dieses Pokémon halt hauptsächlich fangen, damit ich... Ja... Ein Ersatz-Pokémon habe, wenn ich zum Beispiel, weiß ich nicht, gerade ein Pokémon heilen muss oder so. Dann setze ich einfach dort Onix ein. Opfer das sozusagen. Ups, da ist ja draufklickt. Und kann dann halt ganz einfach... Ein anderes Pokémon fangen. Zwischen nur vier Sonderbonbons. Oh mein Gott, wie schlimm. Natürlich setzen wir den Meisterball ein, ist ja klar. Falls das jetzt nicht mit dem Pokéball klappt, dann fange ich einfach mit dem Hyperball, ist mir gerade scheißegal. So. Ja, aber ich werde das eben im Team behalten. Die Eisenschleife einfach die ganze Zeit trifft. Der kann aber coole Attacken. Würde ich auf jeden Fall haben. So, Hyperball, komm. Richtig viele Hyperbälle. Ich werde aber auch noch einige, obwohl ich werde gar keine Hyperbälle mehr brauchen. Ich habe eigentlich schon alle Pokémon und der letzte Pokémon, was Mewtwo sein wird, und gefangen, werde ich in einem Meisterball einfach fangen, weil warum nicht? Sonst dumm. Ich habe übrigens leider, weil ich momentan, ich will keinen großen Namen, ja, so viel Pokémon spiele, wieder so eine Phase, in der ich unbedingt irgendwie so Pokémon-Sachen sammeln will. Das ist so schlimm. Ich habe so einen Sammelfetisch einfach, wenn bei irgendwelchen Dingen, die ich so super mag. Das ist richtig schlimm. Ich will jetzt wieder unbedingt alle Pokébälle oder so haben, und wenn ich gerade so dran denke, ah, der hat einen Meisterball, ich will auch einen Meisterball haben oder so. Es gibt momentan so komische plastikartige Spielzeugbälle. Ich finde die Pokébälle, die so aus Plastik sind, meistens immer scheiße, aber die sind saucool gemacht. Und ich habe schon überlegt, ob ich mir so einen kaufen werde oder so. Aber ich konnte mich gerade nur so rumreißen. Und ich nehme davon... Hier links. Mutig. Okay, da passt doch. Ist so ein guter Anwärter für die Siegestraße. Steinhaupt. Verheerender Rückstoßschaden. Oh.
Okay. Das kann Feuerodem, Sandsturm, Slam und Eisenstoff. Schön. Wäre noch schöner, wenn er irgendeine Steinattacke könnte, weil eigentlich ist das so, was eigentlich ein Onix brauchen sollte oder können sollte. Ich guck mal, ob ich vielleicht noch irgendwelche VMs oder TMs habe. Genau, ich wollte mal gucken, ob ich irgendeine TM habe, die irgendwas mit Fliegen zu tun hat. Worüber war ich am Reden? Genau, ich hätte so gern nochmal so Pokéball oder so. Es gibt ja diese Soft-Dinger, die ich ja schon mal gezeigt habe. Davon kaufe ich mir bestimmt irgendwann nochmal ein, weil ich irgendwie so, weiß ich nicht, wieder darauf verfalle. Darauf reinfalle, keine Ahnung. Überstrahl, Schutzschild, Trinkkanzlation. Bis jetzt war noch nichts dabei, was irgendwie Erdbeben, aber ich will nicht Erdbeben verschwenden. Und das dem beibringen. Das wäre ultra dumm. Durchbruch, Doppelteam. Feuersturm. Aero Ass. Kann das Dragoran erlernen? Dragoran kann Aero Ass erlernen. Okay. Bringe ich dem vielleicht Aero Ass bei? Ist auf jeden Fall schon mal besser als. Staffflügel ist auch ganz cool. Als. Ja, dann bringe ich dem Aero Ass bei. Flügelstärke. So war der auch nicht so schnell, wenn ich den mit beigebracht habe. So, Aero Ass. Jap. Was vergessen wir? Ich würde sagen Slam. Slam trifft eh nie und Aeroas trifft immer, also war das wohl besser. Ja. Slam ist eh nervig, das hat nie getroffen. So, dann können wir jetzt tatsächlich mit unserem Dragoran Aeroas, wenn das irgendwie, wenn ich mir vorstellen kann, wie das Aeroas kann. Ich meine, eigentlich sind seine Flügel sowieso viel zu klein, um fliegen zu können. Ich meine, das ist ein fetter Tabaluga-Drache. Irgendwie erinnere ich immer an Tabaluga oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Und dann würde ich sagen, probieren wir mal unser Glück, sollen wir das wagen? Ich werde aber Electrowolf vorne hin tun, denn ich weiß ja mittlerweile, weil ich ja schon mal gegen die gekämpft habe, dass der erste Pokémon ein Jurob sein wird oder auf jeden Fall irgendein Pokémon, das auch Wasser im Element hat. Willkommen in der Pokémon-Liga. Ich bin Lorelei und gehöre zu Top 4. Niemand kann mich mit mir messen, sich mit mir messen, wenn es um Eis-Pokémon geht. Die Kraft von Eisattacken ist unglaublich. Du wirst um Gnade winseln, wenn ich der Pokémon eingefroren habe. Hahaha, bist du bereit? Die hat tatsächlich echt viel Glück und friert oft Leute ein. Die hat mich ein paar Mal eingefroren. Bei dem neuen Pokémon-Spiel ist es ja mittlerweile sogar viel schlimmer, weil ich glaube, eingefrorene Pokémon, die tauen nicht mehr auf, kann das sein? Das habe ich irgendwie nicht ganz gerafft, weil ich hatte so einen Elektroball. Und das war halt eingefroren bei Omega Rubin. Und das ist nicht aufgetaut. Ist das normal? Ich glaube schon, ne? Wäre eigentlich ganz cool, weil dann wäre Eis mal endlich eine sinnvolle Lösung oder eine sinnvolle Attacke. Probieren wir direkt mit Donner? Nee. Ich habe das beim letzten Mal gemacht und habe nie getroffen. Und dann ist Elektroball kaputt gefreckt und das war vollkommen unnütz. Aber jetzt hat Elektroball ja auch viel mehr Leben. Und Donner macht jetzt auch gar nicht so viel Schaden. So wenig Schaden. Nicht Donner. Hier, ihr wisst, was ich meine. Aber einmal probiere ich Donner, komm. Und hat geklappt, cool. Ich denke, da wird den jetzt besiegen sogar, oder? Wäre sonst ein bisschen komisch. Jetzt, okay, wäre auch komisch gewesen, wenn Schockwelle fast genauso viel Schaden gemacht hätte wie Donner. Dann hätte sich ja gar nicht gelohnt, Donner einzusetzen. So schön viel EP. Ich habe keinen EP-Teiler momentan dabei. Austoss. Wir kämpfen weiter. Elektroball muss sich wacker schlagen, denn das ist momentan so die einzige Hoffnung bei der Tuse hier. Nochmal Donner. Und trifft wieder. Okay, Elektroball hat was draus gelernt aus seinen Fehlern. Das heißt Fehler, keine Ahnung, wenn er trifft. Wow, das hat gewonnen. Das ist krass. Okay, jetzt ist es natürlich schon. Sieht es natürlich schon mal viel anders aus. Viel anders? Es sieht sehr anders aus, keine Ahnung. Als beim letzten Mal. Denn beim letzten Mal war mein Elektroball, glaube ich, weiß nicht. Level 45 oder so. Und jetzt ist das natürlich 11 Level dann noch höher. Das ist krass. Donner. Nochmal? Ja. Und er trifft schon wieder. Wie krass bist du denn, ne? Ich weiß gerade gar nicht, habe ich... Oh, scheiße, ich habe nichts Neues gekauft. Ich habe meine Hypertränke und nichts gekauft, ne? Oh, Mist. Jetzt wird die Top-Genesung einsetzen. Greif nicht an, komm schon. Shit, der konnte Surf einsetzen. Das hat sich nicht gelohnt. Ich hätte eher Schockwelle einsetzen sollen. Ich bin gerade überlegen, ob ich... Obwohl, ne, ich heile meinen Elektroball. Das ist gerade so echt das einzige Punkt, was mir helfen kann. Ich wollte gerade sagen, hey, warum wird die Paralyse nicht geheilt? Das ist komisch. Aber Lamus ist ein sau langsames Pokémon. Das heißt, wenn ich jetzt die Hälfte der KP abziehe... Ich probiert. So treffe ich wenigstens. Könnte ich den besiegen? Ich weiß nicht, da sind weniger als die Hälfte... mehr als die Hälfte... Nee. Ich hab, ja, ihr wisst, was ich meine. Das hat nicht gereicht. Das wollte ich damit ausdrücken. Jetzt mal Elektroball besiegt, das ist natürlich nicht so geil. Und ich glaube, die hatte keine Top-Genesung mehr, oder? Ich glaube, die hatte nur eine. Ich weiß es gerade gar nicht. Setzen wir einfach. Slimebog ein.
Slimog ist, glaube ich, somit der einzige Pokémon, was jetzt schwach gegen Eisattacken ist. Deswegen machen wir das mal. Matschbombe. Und sie hat keine Top-Genesung. Sehr gut. Hat die nur eine? Das ist irgendwie komisch. Oder die setzt für jedes Pokémon immer nur eine ein. Kann auch sein. Nein. Okay, jetzt sieht schon mal viel, viel besser aus als beim ersten Versuch. Beim ersten Versuch hatte ich nach, ich glaube, 13 Minuten. Und dann ist dein erste Pokémon-Musik. Das war ziemlich peinlich. Ich probiere mich mal mit Toxin. Oh, jetzt zu treffen wird schwer, denn erstens ist er verwirrt und zweitens trifft Toxin recht selten. Komm schon, Slimog, schaffst du es. Wie auch immer du dich mit einer Giftattacke selber verletzen willst. Es setzt Toxin an und es trifft nicht. Nein. Ja, okay, man kann sich selber das Gift initiieren, dann stirbt man übrigens, aber das ist ein Dings-Pokémon, also dürfte das eigentlich nicht so schlimm gegen Gift sein. Das gab keinen Sinn, der Satz, aber okay. Ja. Oh, nimm mal verwirrt schon, das ist gut. Slimog hat eine hohe Verteidigung anscheinend, oder Spezialverteidigung, oder einfach 4 KP, kann auch sein. Achso, ich wollte schon sagen, Volltreffer. Oh, und vergiftet, perfekt. Sehr, sehr gut. Oh, und es hat irgendeine Beere. Zitrobeere. Ach, das heilt aber nicht das Gift, okay. Das ist gut. Und wieder runter mit den KP. Gigasauger. Das hat gerade geleckt kurz. Komisch, okay. Ich weiß nicht, ob Gigasauger was bringen würde. Ich glaube, beim letzten Mal hat Gigasauger super wenig Schaden gemacht. Oh shit, ja. Ich glaube, das besiegt ihn jetzt noch niemals. Sei denn, das Gift ist irgendwie starkes Gift. Aber das ist, glaube ich, normales Gift, ne? Ne, ist besiegt worden. Auch wenn das normales Gift war, kann auch sein. Aber hat schön viel. Ich weiß nicht, ob meiner scheiß Stimme los ist. Oder mit meinem Satzbau. Aber das war nicht, was ich sagen wollte. Hat den schön viel Schaden gemacht. Hat dem schön viel Schaden gemacht. Alter, was ist los? Rossana ist richtig komisch Pokémon. Toxin? Oh, Todeskuss, was macht das? Paralysiert das? Schläft ein. Krass. Komischer Todeskuss, naja. Ich glaube, ich nutze die Chance und wechsle mein Pokémon zu. Nee. Ich greife weiterhin an mit Toxin. Das Problem ist jetzt halt, ich weiß nicht, ob die noch eine Top-Genesung hat. Ich glaube, obwohl, nee, dann ist ja trotzdem starr vor Liebe, ne? Oh, ich hasse so Attacken, das ist nicht asozial. Das ist böse. Wäre cool, wenn das bei manchen Pokémon einfach nicht klappen könnte, weil die dann, weiß ich nicht, irgendwie schwul sind oder so. Das wäre doch ultra cool, denn eigentlich müsste das ja auch irgendwie der Fall sein. Aber das ist Nintendo, das ist für Kinder. Das hört so an, als würde ich denken, dass das nichts für Kinder ist, aber ihr wisst, Nintendo denkt, das ist nichts für Kinder. Und deswegen bauen die sowas wahrscheinlich auch nie in ihre Spiele ein. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt auch unbedingt Muss ist, aber naja. So, ich meine, das wird ja alles ein bisschen sehr stark verwirren, oder? Und außerdem wäre das dann ja im Endeffekt... Stellt euch mal vor, dann hätten Pokémon einfach so eine Leiste, wo dann noch dabei steht, irgendwie, was denn ihre Sexualität ist. Das wäre ziemlich komisch. Ich setze mal Fliegen ein. Dürfte ich ja zuerst machen, genau. Das wäre irgendwie komisch, aber eigentlich auch ganz cool, weil irgendwie, ich weiß nicht, erstens ist das halt einfach so in dieser Welt, ne? Okay, in der Pokémon-Welt vielleicht nicht, aber ihr wisst, was ich meine. So, existiert halt. Und ich weiß nicht, das wird halt auch irgendwie dazu beitragen, dass das irgendwie, denke ich, ein bisschen mehr akzeptiert wird, wenn man das... Ja, klar würden sich halt viele Eltern beschweren, weil es gibt natürlich auch Eltern, die dann sagen, oh, man bringt mein Kind mit sowas nicht so früh in hier Dings, sonst wird das noch schwul oder so. Da gibt es ja echt so Eltern. Aber das wäre... Also ich würde das gut finden eigentlich, denn... Ich weiß nicht. Wutanfall. Komm, wir probieren mal einen Wutanfall aus. Ich will mal sehen, wie das aussieht. Okay, er rastet richtig brutal aus. Und besiegt ihn einfach. Gut. Jetzt hat Wutanfall dann nochmals einen Nachteil, denn jetzt kann Dragoran nicht verwirrt werden. Und Slimog ist Level 56. Ich finde das cool. Wie würdet ihr das finden? Ich weiß nicht, wäre halt schon besonders, ne? Und dann würden die Spiele wahrscheinlich auch vom Altersgrad-Dingens der Einstufung höher geschätzt werden. Oder gesetzt werden. Was eigentlich nicht der Fall sein dürfte, finde ich. Also ich weiß. Ja, ist immer so ein Thema. Du bist besser, als ich dachte. Ich habe ernsthaft gewonnen. Geil. Das war ein Vorgeschmack der Dinge, die doch auf dich warten. Okay. Ich weiß nicht, wer der dritte ist. Ich weiß, dass der erste... Ah, der dritte ist ein Geist-Arena-Leiter. Der zweite ist ein Arena-Leiter. Zweites Kampf, das ist hier der Typ. Der ist, glaube ich, Bruno. Der dritte wird Geist sein. Und der letzte, wie immer, Drache. Weil irgendwie immer der letzte Typ ein Drache-Typ ist.
oder Tuse, keine Ahnung. In der Johto Top 4 Liga ist das ja, glaube ich, eine Frau. Die Drachen-Arena-Leiterin. Ach, nicht Arena-Leiterin, ist, ich meine. Beleber, 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 10 Stück. Okay. Belebe ich dich wieder. Also wie würdet ihr das finden? Das ist halt so ein heikles Thema, wenn man halt da bei jedem Kind anders abschätzen muss, ob das sowas schon umgehen kann oder versteht. Also deswegen ist das so eine Sache, die kann man eigentlich nicht verallgemeinern. Aber da muss halt auch jedes, das ist halt egal, ob jetzt, auch wenn jetzt Kinder Pokémon spielen oder so, dann müssen halt trotzdem die Eltern abschätzen, versteht das, was das da macht, oder bei allgemein verschiedenen Spielen. Da müssen halt die Eltern drauf achten und nicht eigentlich die Spiele, finde ich. Deswegen finde ich das auch sinnlos, wenn da rumgeheult wird irgendwie von irgendwelchen Experten, die dann irgendwelche Spiele bewerten, meinen, das ist nicht gut für Kinder. Ja, das ist aber nicht, da sollen ja nicht die Leute drauf achten, sondern, also die Leute, die Spiele machen, sondern da sollen die Leute drauf achten, die eben ihre Kinder haben, die das spielen. Ob die das spielen können, weil die einschätzen können, oh ja, die sind schon reif dafür oder nicht. So, aber das ist ja immer so eine Sache. Und ja, das ist genau da dasselbe. Aber das ist auch so eine Sache, die Nintendo niemals machen würde, weil Nintendo ist ja, denke ich, schon so eine Firma, die immer bei ihren Wurzeln bleibt und nichts großartig verändert. Und das wäre natürlich doch schon eine Gefahr, weil dann eventuell viele Eltern ausrasten könnten und sagen, oh nee, das ist ja ein Skandal. Und was hat Nintendo für Skandale? Nintendo ist einfach so eine Firma, die ist einfach so perfekt irgendwie. Und naja, ich würde mal behaupten, dass sie sich nicht daran trauen würden, irgend sowas zu ändern. Weil ich auch nicht mal so schlimm finde, mein Gott. Machen die halt nicht. Aber ich fände es cool, wenn es sowas geben würde, oder? Wäre lustig. Das heißt lustig, das wäre ja einfach cool zu sehen irgendwie. So. Ich gehöre zu den Top 4. Mein Name ist Bruno. Durchaus ausgiebig. Wie lange ich jetzt darüber gelabert habe, da bist du eigentlich voll das komische Thema. Ich habe meinen Pokémon pausenlos trainiert. Rapt. Wir werden dich mit unserer Kraft bezwingen. Zum Angriff! Zum Angriff! Attacke, jetzt habt ihr meinen ultrahaarigen Arm gesehen, der extrem noch mehr haarig aussieht in der Facecam, weil meine Haut so komisch hell wirkt. Irgendwie wird die gelb. Warum ist meine Hand so hell? The fuck? Meine Hand sieht aus, als wäre die weiß. Vergesst du meinen Kopf. So, da ist Bruno. Ich habe gerade zuerst gedacht, das, was der am Fuß hat, wäre so eine Art Stringtanga oder sowas. Aber es ist anscheinend so ein Band, was der am Fuß hat oder so. Da habe ich gedacht, what the fuck? Okay. Nein, Onix, warum denn jetzt Onix? Ich habe jetzt meinen Taubos vorne hingeschickt. Kann das Stahlflügel? Nee. Das ist jetzt dumm, dann setze ich mal lieber Dragoran ein. Ich habe halt keine Wasser-Pokémon, das ist schon so ein scheiß Nachteil, ne? Mal gucken, was er jetzt einsetzt. Eisenschweif oder so? Oh, Felsgrab. Felsgrab ist sehr effektiv, shit. Alter, wie viel Verteidigung hat Dragoran? Dragoran ist ein richtig krass Pokémon, glaube ich. Surfer. Könnte One-Hitten, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es aber gerade nicht. Ja, Onix sieht irgendwie so massiv und stark aus. Aber ich glaube, das hat ganz eine hohe Verteidigung oder 4 KP, ne? Das ist, glaube ich, auch mehr so ein Angriffs-Pokémon. So, jetzt kann ich meinen Tauboss einsetzen. Noctchan kommt. Ich könnte auch Dragoran draußen lassen, aber ich... Naja, weil das ja auch eine Flugattacke kann, aber Tauboss ist halt spezialisiert auf Flug. Und außerdem soll das ja auch mal kämpfen, ne? Ich denke, der Typ hat Noctchan und Kikli, wenn er schon Noctchan hat. Sonst wird ein bisschen asozial irgendwie, wenn er einfach kein armes Kikli hat. Kikli habe ich jetzt auch, habe ich mir gecheatet. Das konnte ich ja nicht mehr bekommen. Durch, ja, eben dieses Spiel, weil man sich nur ein Pokémon aussuchen kann. Entweder Kikli oder Noctchan. Aber da ich ja alle Pokémon haben will und Pokémon, die ich nicht bekommen kann anders, das cheaten will. Scheiße. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Gut, dass ich noch Dragoran habe. Aber Kampf-Pokémon sind eigentlich jetzt keine so große Herausforderung, würde ich mal behaupten. Er setzt Top-Genesung ein, wenn der Pokémon auch schon gelbe KP hat. Ah ja. Ah ja. Richtig dumm. Das ist interessant, das wusste ich nicht. Boah, Dragoran macht einfach mit einer Attacke, die 60 Schaden macht, mehr Schaden als Tauboss. Was ein Flug-Pokémon ist, mit einer 90 Schaden-Attacke. Was kommt als nächstes? Bitte kein Onix? Ah gut, weil Onix wäre scheiße gewesen. Obwohl, nee, wäre nicht scheiße gewesen. Eigentlich ist mein Dragoran gerade voll der Allrounder gegen den hier. Grimasse, wow, Initiative sinkt schon wieder. So langsam müsste mein Dragoran mal weniger Initiative haben als der Gegner. Haben die alle Beeren? Ich glaube, immer das stärkste Pokémon von den Gegnern hat Beeren. Kann das sein? Okay, anscheinend immer eine Citrobeere.
Jetzt darf er sogar zuerst angreifen, okay. Macht er beim Pokémon verwirrt? Nee, das ist gar nicht die Attacke, okay. Ich hasse diese Angeberei, was das ist. Wo dann die Attacke von dem eigenen Pokémon stärker wird. Und... Aua. Oh, okay, Mann. Schade. Man dafür aber selber verwirrt wird. Obwohl, eigentlich ist das ja besser als so Attacken wie, was ich in Konfusschrei. Weil Konfusschrei verwirrt nur. Verwirrt sein ist immer scheiße. Ja, ja, verwirrt sein ist immer scheiße. Alter, wie viel Dings die haben, ey. Wie viel Dragoran aushält. Der besiegt einfach alle. Mega Kick. Ist auch, glaube ich, nicht so stark. Obwohl, ist eine Normalattacke, ne? Wäre geil, wenn Dragoran auch Genesung oder sowas könnte. Boah, what the fuck, geht mit ihm ab? Was ist für ein Scheißgeräusch, ey? Onix, okay. Das One hätte ich bestimmt auch wieder sein. Das ist so ein super Onix, das irgendwie richtig viel KP hat. Jetzt habe ich 2 Level höher als der andere, kann das sein? Nein, Risikotackle! Surfer, oh. Das hat gerade keinen Rückstoß bekommen. Ist das der Effekt von Dings? Weil mein Onix hat ja diesen komischen Effekt, dass er irgendwie mehr Schaden bei Risikotackle oder sowas macht. Anscheinend. Falls ich es richtig verstanden habe. Weiß ich nicht. Okay, wenigstens ist Dragoran nicht besiegt worden, komischerweise. Deswegen heile ich den mal. Ich habe viel zu wenig Heil-Items mitgebracht. Das ist ultra dumm. Ich will gerade überlegen, ob ich Taubos überhaupt heilen soll. Ich habe andererseits so viele Beleber, dass ich den jetzt auch doch heilen werde. Komm. Komm, komm, komm. Wo bist du da? Beleber? Ja. Damit kann ich mein ganzes Pokémon-Team nochmal heilen. Aber ich werde den nicht voll heilen. So, der dritte wird sehr wahrscheinlich ein Geist-Typ sein. Leider habe ich gar kein Pokémon mit einer Geistattacke. Deswegen gehe ich jetzt einfach so da rein. Geist? Ja. Sogar so eine Geister-Oma. Mit der Dingsmusik, Agathe. Ach ja. Ich habe gehört, dass sich Eich für dich interessiert. Dieser alte Knacker war früher stark und schön. Aber es ist Jahrzehnte her. Jetzt ist er nur noch ein Schatten seiner selbst. Heute kümmert er sich nur noch um sein Pokédex. Aber Pokémon wollen ja kämpfen. Red, ich zeige dir, wie ein richtiger Trainer kämpft. Das ist eine fitte Oma. Die wird uns jetzt zeigen, wie man kämpft. Die einfach aussieht wie so, keine Ahnung, so eine Hexe aus so einem Märchen oder so. Top 4 Agathe. Gengar. Krass. Hatte ich doch recht. Also es ist die Top 4 aus Eis, Kampf, Geist, Drache. Interessant. Ich setze als allererstes, ich könnte 1000 Mal Sandwirbel einsetzen, dann trifft er nicht mehr, aber ich weiß nicht, was das bringt. Ne, ich setze Fliegen ein. Der kann Doppelteam. Der kann Doppelteam. Das ist nicht schön. Und er darf sogar zuerst angreifen, obwohl mein Tauboss eigentlich eine recht schnelle Initiative hat. Oh shit, die ist schlau, die setzt da nochmal Doppelteam ein, anstatt anzugreifen. Ich treffe jetzt bestimmt nicht, oder? Kacke. Das ist natürlich extrem dumm. Dann muss ich wohl Flügelschlag einsetzen. Ey, das kann nicht sein. Aber ich habe Elektroball, was Schockwelle kann. Also damit treffe ich auf jeden Fall. Ich treffe nicht mehr. Bis heute kann ich auch. Wenn du das machst, kann ich das auch. Ich kann nämlich auch Sandwirbel, du dumme Kuh. Sinkt deine Initiative auch. Und ich wette, der trifft mich trotzdem. Mach ich halt dasselbe, ist mir egal. Alter, jetzt übertreibt sie. Scheiße. Wenn ich jetzt kein... Ich muss echt aufpassen, dass Elektroball den Kampf verbringt. Aber meine Attacke kann auch daneben gehen. Das ist einfach eine Scheiße. Ja klar, stimmt. Sandwirbel kann auch daneben gehen. Oh. Jetzt treffe ich einfach nur erstmal mit Sandwirbel. Willst du dich verarschen? Ich kann aber Agilität einsetzen. Oh, Toxin, shit. Du Arsch, ich hab... Weißt du, ich setze Sandwirbel ein, der trifft trotzdem mit Toxin, obwohl Toxin an sich schon super selten trifft. Das bringt eigentlich Agilität. Initiative steigt? Wow, steigt stark. Als sollte aber zuerst angreifen, das ist gut. Falls das mir noch was bringen sollte. Ja, ich darf zuerst angreifen. Cool, jetzt kann ich fliegen und der setzt wahrscheinlich wieder Doppelteam ein. Ne, Konfusschall. Haha, nicht getroffen. Oh, ich muss mich heilen. Oh, Fliegen hat getroffen. Geil, wie viel Schaden. Der hat aber echt keine hohe Verteidigung. Jetzt hat Konfusschall aber getroffen. Was tue ich am besten? Ich würde sagen, ich probiere einfach anzugreifen. Ja. Flügelschlag. Komm schon, du schaffst es. Yes. Und der Angriff trifft sogar. Boah. Gut gemacht, Taubos. Leider wird er jetzt nicht heilen, aber okay.
Und ich bin besiegt. Hast du dich der Kolo und ich glaube schon. Ich hoffe einfach mal. Ich setze mal Klurak ein, weil er schon lange mehr Trank haben. Da kann jetzt auch mal seine volle Kraft zeigen mit Flammenwurf. Das Problem ist halt, durch Doppelteam ist seine Fluchtwert erhöht und deswegen treffe ich wahrscheinlich nicht mehr. Oder? Ich hätte direkt Elektroball einsetzen sollen. Ich bräuchte mehr Pokémon, die so eine Attacke haben, die immer trifft. Bringt das was? Treffe ich? Ich treffe wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Okay, das Gengar da ist gerade echt gefährlich. Mal gucken, wie stark ist mein Flammenwurf mittlerweile. Okay. Die Attacke ging daneben sehr gut. Komm schon. Ah. Wir setzen jetzt Toxin ein. Konfusstrahl. Hm. Ich glaube, ich werde jetzt zu Elektroball wechseln. Ja. Und mit dem das Ganze probieren. Mit im Beutel. Das ist so verwirrend, weil bei dem anderen Pokémon-Spiel ist das ja so, dass die Pokémon da sind. Also, das ist ja unten auf dem Screen so in der Mitte. Ist, glaube ich, Flucht. Flucht ist in der Mitte. Links ist Beutel und rechts ist Pokémon. Und da ist das halt so, dass rechts der Beutel ist und unten Pokémon. Und deswegen ist das so links, also links und rechts ist praktisch vertauscht für mich. Warte mal, bin ich jetzt paralysiert? Ah, ne, er ist paralysiert. Schockwelle. Ich habe schon gerade gedacht, das trifft nicht. So, er ist paralysiert und ich glaube nicht, dass das genug Schaden noch wird. Ne, shit. Aber ich glaube nicht, dass die jetzt noch eine Top-Genesung hat, oder? Mal gucken. Ne, und da ist Elektroball besiegt. Cool. Perfekt. Und er war noch paralysiert. Also Elektroball ist echt ein geiles Pokémon. Mein Elektroball ist übrigens fast genauso wie bei Omega Rubin. Das hat auch denselben Effekt. Auch Statik. Statik finde ich super cool. Allgemein sind Pokémon, die irgendwie durch Berührung Statusveränderungen auslösen, richtig geil. Golbat. Oh, da passt mein Pokémon ja auch wieder richtig gut zu. Also Donner einsetzen? Ich setze Donner ein. Und treff nicht. Shit. Bitte, du kannst kein Doppelteam, oder? Bitte, du kannst kein Doppelteam. Das Satz, wenn ich immerhin klatsch. Ich setze hier Schockwelle ein, das ist besser. Elektroball. Oh, meine Pokémon sind letztes Zeit richtig gut. Die treffen einfach nie sich selbst, wenn die verwirrt sind. Richtig geil. Oh, das ist okay. Weil ich glaube, Donner hätte wahrscheinlich den auch nicht ganz besiegt. Und ihm dann eine rote KP gelassen. Und dann hätte die eventuell wieder irgendeinen Trank oder so einsetzen können. Und er ist schon wieder nicht mehr verwirrt. Sehr gut. Und der Giftzahn hat mich nicht vergiftet. Elektroball, was geht mit dir ab? Du bist ein richtig cooles Pokémon. Bam. Ist echt komisch. Ich habe irgendwie Elektroball... Ich weiß nicht, ich habe immer gedacht, wäre scheiße. Aber das ist echt gut, finde ich. Was sind eigentlich mit so, wenn man jetzt so competitive spielen würde oder so? Was sind da denn so die besten Pokémon, die man haben könnte, außer jetzt legendäre Pokémon? Würde mich mal interessieren. Ich glaube, Tragoran ist da doch schon mit recht weit vorne, kann das sein? Ich habe halt echt keine Ahnung vom competitive spielen oder so. Also das ist echt eine Sache, mit der ich mich gar nicht auskenne. Ich setze einfach mal Donner ein nochmal und treffe sogar. Notfalls kann ich eine Explosion einsetzen, das ist gut. Das Problem ist halt, Elektroball hat einen recht niedrigen Angriff. Dafür bin ich einen Spezialangriffswert, aber Explosion ist halt eine, ja, normale Angriffsattacke. Und nicht verwirrt, das ist sehr cool. Soll ich nochmal Wagen und Donner einsetzen oder soll ich Explosion einsetzen? Oh, geil. Hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt. Jetzt lebt Elektroball nämlich noch. Anders wäre er kaputt gegangen. Und hätte, glaube ich, Arbok noch niemals besiegt. Aber ich habe Elektroball vertraut und es hat mich nicht enttäuscht. Gengar ist wieder da. Ich würde sagen, ich setze direkt Glurak ein und mache Instant Lohnkanonade, damit er nicht nochmal Doppelteam einsetzen kann, denn das war schrecklich. Ist aber nicht das letzte Pokémon, aber ich kann mein Pokémon dann wechseln, wenn er besiegt wird. Oder ich setze zweimal Flammenwurf ein. Ne, ich probiere mal Lohnkanonade, mal gucken, wie viel Schaden. Bloß hat getroffen, shit. Jetzt kann er in Ruhe wieder Doppelteam einsetzen, das ist natürlich überhaupt nicht gut. Shit. Bitte setzt kein Doppelteam ein. Er setzt Matschbombe ein, aber das Gute ist, ich kann nicht vergiftet werden, weil ich schon schlaf. Aber der macht auch viel Schaden. Komm schon, Klurak, war auf. Oh, der kann ja eine Nacht mal. What the fuck? Warte mal, was bringt das? Zieht er mir jetzt jede Runde Leben ab, oder was? Ach ja. Yep. Sogar viel. Das ist also wie eine vergiftet sein Attacke, nur halt, wenn man schläft. Bin ich besiegt? Komm schon. Durak. Boah, Klurak, ey. Geil, obwohl der Pokémon ein höheres Level hatte. Sehr krass. Jetzt hätte ich noch ein Alpollo. Warum hebt die sich ihr schwächstes Pokémon für den Schluss aus? Sie dumm. Slimog. Da ist mal dran. Cool.
Aber Nachtmann an sich ist dann eigentlich gar nicht so toll, weil wenn man da Pokémon aufwacht, ist das ja... Oder schläft das dann länger? Dann wäre das eine krasse Attacke. Matschbombe, Stärke bringt nichts. Wieso trifft denn Hypnose jedes Mal? Gott, Slimer könnte lange schlafen. Eben das, als Glurak eingeschlafen war, hat mich voll an Ash erinnert, wo sein Glurak sich einfach immer auf den Platz gelegt hat und dann ein bisschen gepennt hat, anstatt zu kämpfen. Oh, Traumfässer ist die Attacke, die ich gedacht habe, die der einsetzt. Sehr effektiv. Wow. Das war krass. Gut, dass der keine KP verloren hatte, weil sonst hätte er jetzt wahrscheinlich wieder volle KP. Das war ganz schön brutal, aber wir setzen einfach unser Tragoran ein und retten damit alles. Ich hätte nicht gedacht, dass Tragoran auf einmal unser bestes Pokémon ist. Wutanfall, Eisstrahl, Eisstrahl. Komm, wir holen mal Eisstrahl, vielleicht führen wir den Gegner ein. Man weiß ja nie. Es besteht die kleine Chance. Oh, Fluch, der hat sich selber besiegt, oder? Fluch zieht, glaube ich, die Hälfte der KP ab. Ja, wir haben gewonnen. Und hat dafür gar nichts gebracht. Ich glaube, wir verlieren jetzt nochmal das KP. Ja. Ultra dumm. Wie kommt man denn auf die Idee, Fluch mit seinem letzten Pokémon einzusetzen? Du bist ein ganz besonderes Kind. 5800 gewonnen. Okay, jetzt haben wir schon wieder fast das Geld raus, weil wir beim letzten Mal verloren haben. Denn ich habe ja gegen die Agathe ganz am Anfang verloren. Wie ist die Agathe? Weiß ich nicht. Die in die Eistusse halt. Und da habe ich 6800 irgendwas verloren. Habe ich richtig aufgeregt. Du hast gewonnen. Nun verstehe ich, was der Professor meinte. Ich stimme ihm voll und ganz zu. Setze deinen Weg fort. Ach, da war schon die dritte. Jetzt kommt der letzte. Oh, fuck, was ist denn jetzt? Warum hat er einen extra Gang, scheiß Cheater? Warum ist der Gang so quer, anstatt ich den gerade ausmachen? Und diese dumme Kurve da rein. Boah, der sieht aber richtig cool aus. Wie heißt der nochmal? Der hat, glaube ich, ultra den dummen Namen. Dragan, oder? Ne, wie heißt der nochmal? Mir fällt... Ah, ich will den Namen jetzt wissen. Der heißt... Siegfried, genau. Siegfried, glaube ich, ne? Richtig den dummen Namen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich auf Dragan kam. Wegen Drachen-Pokémon, aber... Naja. So, wie Taubos jedes Mal abfreckt. Ich finde das immer krass, wie man im Nachhinein so merkt, welche Pokémon, die man dabei hat, jetzt nicht mehr so viel bringen. Taubos ist da so ein Kandidat. Bei Omega Rubin und Alpha Saphir war da definitiv Smetbo. Smetbo. Papinella. Das habe ich dann am Ende eigentlich nur noch für Wettbewerbe benutzt. Was ich jetzt aber auch nicht so schlimm fand. Aber war interessant zu sehen, denn Papinella war echt die ganze Zeit super gut, aber gegen Ende, wo dann nur noch Stark-Pokémon kamen, dann ist er halt bei jedem Angriff eigentlich sofort gewonnen worden. Das war natürlich nicht, aber man wollte. Aber hat mich auf meiner Reise sehr schön begleitet. Gut, so langsam brauche ich mal was anderes. Ich setze jetzt mal diese Top-Trank-Dinger ein. Setze ich natürlich bei Pokémon ein, die noch viel KP haben. Das gibt sehr viel Sinn. Wisst ihr, weil ich mache das jetzt einfach gar nicht. Nö, ich heb mir die auf. Der hat Drachen-Pokémon. Also werde ich dem mit einem Drachen-Pokémon gegenübertreten. Glurak hätte... Drachenwut erlernen können auf einem Level, aber habe ich ihm nicht beigebracht, weil Drachenwut ja nur 40 KP abzieht, also bringt das nichts. Da, Siegfried, habe ich schon recht gehabt. Drachentrainer und Oberhaupt der Top 4. Wusstest du, dass Drachen mystische Pokémon sind? Nee. Sie sind schwer zu fangen und zu zähmen, doch die Mühe lohnt sich. Sie sind beinahe unbesiegbar. Bist du bereit, dem Schicksal ins Auge zu blicken? Für dich endet der Ausflug in der Pokémon-Liga hier, Red. Nö. Siegfried LP. Sieht schon cool aus, ne? Damals wie heute sind Pokémon Artworks immer geil. Das kam jetzt unerwartet. Aber ich glaube, meine Drachenattacke bringt trotzdem was, ne? Das zählt ja als Drachen-Pokémon, oder? Ich probiere einfach mal. Ich hab Schluck auf. Nein. Shit. Aber er kann Windhose. Das ist sehr effektiv. Aber macht, glaube ich, nur 40 Schaden. Also macht er bestimmt nicht so viel. Okay. Das geht. Kann ich mein Pokémon wechseln? Nein, kann ich nicht. Shit. Ist aber eigentlich gar nicht so schlimm, denn solange ich jetzt Wutanfall einsetze. Ah, das hat mich schon gewundert, ob das ein sehr effektiv Geräusch macht, weil das ja sowieso nur 40 KP abzieht. Also bringt das nichts. Das wäre eigentlich sehr effektiv gewesen, weil es eine Drachenattacke. Aber das ändert nichts daran, dass es nur 40 KP abzieht. Also macht das auch kein sehr effektiv Geräusch. Gut, das Problem ist, mein Dragon ist jetzt richtig gearscht. Deswegen werde ich mein Pokémon tauschen zu Elektroball und er wird eine Top-Genesung einsetzen. Also dürfte Elektroball keinen Schaden bekommen. Danach setze ich Donner ein. Vielleicht wechselt er auch sein Pokémon, aber ich glaube nicht, oder? Nee. Okay, dann würde ich sagen, setzen wir jetzt Donner ein? Ich glaube schon. Es trifft sogar. Boah, Elektroball, du bist richtig krass. Der hat ja jetzt irgendwie fast jedes Mal mit Donner getroffen, ne? Schaden macht das? Okay, Elektroball.
gefällt es mir immer besser. Ich mag das immer total bei Pokémon, wenn man so Pokémon, die man halt nie beachtet hat, auf einmal so mit zu einem deiner Lieblings-Pokémon werden, weil du so siehst, scheiße, die sind ja ultra cool. Ich hätte einem anderen Pokémon eventuell Eisschrei beibringen sollen, weil Eis ist auch eine Attacke, die sehr effektiv ist. Ich glaube, das ist keine gute Idee jetzt, oder? Ach komm. Mir egal. Eisstrahl oder Wutanfall? Eisstrahl oder Wutanfall? Wutanfall. Das ist cooler. Oh, Alter. One-Hitted einfach seinen kleinen Bruder kaputt. Ich glaube, der hatte zwei Dragonier, ist aber ein Dragoran, ne? Dragonier, doch, ja. Ja, der hat zwei Dragonier. Ich könnte jetzt natürlich der Pokémon wechseln, aber ich will probieren, was passiert, wenn ich das nicht mache. Ob der dann direkt wieder Wutanfall einsetzt. Ja. Okay. One-Hit ich den auch? Wäre ganz schön cool. Das verwirrt sein ist im Endeffekt gar nicht so schlimm, weil ich sowieso irgendwie jeden One-Hit. Und wenn er dann verwirrt ist, kann ich der Pokémon einfach auswechseln im Nachhinein. Also ist Wutanfall keine so schlechte Attacke. Nein. So, Dragoran kommt jetzt. Mal gucken. Es sei denn, der ist jetzt verwirrt. Nee. Boah, der ist sogar stärker als mein Dragoran. Dragoran gegen Dragoran. Wer wird gewinnen? Okay, jetzt ist mein Dragoran bestimmt verwirrt. Er setzt auch gut an, vor allem mein Dragoran zu besiegen. Shit. Kacke. Okay, ich muss jetzt irgendwie angreifen, ohne dass der... Obwohl, hat der überhaupt eine Top-Genesung? Ich weiß es nicht. Dragoran ist sein bestes Pokémon, deswegen probiere ich ihn jetzt irgendwie zu vergiften oder so. Oh, der hat eine Citro-Beere. Wie jeder. Top 4 Typ hier jetzt mittlerweile hatte. Ich probiere einfach Toxin. Oh, das wird mich besiegen, ja. Ja! Oh, Slimog. Richtig krass. Richtig krasse Aktion. Also, Dragoran werden wir schon mal los. Zumindest mit der Zeit und wenn er keine Top-Genesung mehr einsetzt. Es verwirrt. Ich könnte jetzt noch sogar angreifen mit ein bisschen Glück. Ich setze jetzt einen Top-Trank ein, ja. Bei Slimog lohnt sich das. Slimog ist erstens stark und hat auch anscheinend eine gute Verteidigung gegenüber dem. Und vielleicht greift er sich jetzt noch selbst an, mit diesem Glück. Mal gucken. Shit. Flügelschlag ist aber jetzt auch nicht so schlimm, glaube ich. Naja, macht schon viel Schaden. Aber Slimog könnte echt ihn besiegen. Matschbombe. Komm schon, treff dich einmal selbst. Nein. Oh, Bodyguard. Weiß ich nicht, ob da was bringt. Kommt nicht, aber naja. So. Das ist sogar normal effektiv. Ich habe gerade irgendwie gedacht, aber nicht so effektiv. Geil, besiegt. Und er konnte keine Top-Genesung einsetzen. Gut gemacht, Slimog. Slimog einfach Dragoran besiegt, ihr bitte. Okay, mein Dragoran hat auch eine gute Vorarbeit geleistet, ne, aber... Ihr wisst, was ich meine. Okay, was mache ich jetzt? Ich glaube, das ist ein Flug... Boden-Pokémon. Wenn ein Fluggestein-Pokémon ist, bin ich ein bisschen gearscht. Ich glaube, das ist sogar ein Fluggestein-Pokémon. Shit. Ich kann aber Eisenschweif einsetzen, wo ich nicht glaube, dass das was da bringt. Ich probiere einfach mal Flammenwurf mal, um zu testen, ob das wirklich... Oh, shit, das ist effektiv. Kacke. Der hat mein Klurak one-hitted. Mein geilstes Pokémon, das ich so habe, ist einfach bei dem Kampf hier kaputt gefreckt. Shit. Ach, du kannst Eisenschweif, dann probiere ich dich mal. Wenn du 10 Level niedriger bist und einfach richtig süß aussiehst. Eisenschweif. Ich habe auch den Slam eingesetzt, ich Trottel. Da wollte ich gar nicht. Ich habe nicht drüber geklickt. Wie dumm ich bin. Aber Slam trifft wenigstens und ist nicht sehr effektiv. Okay. War zu erwarten. Eisenschweif. Setz einfach nur Attacken ein, die nicht sehr effektiv gegen mich sind. Tja, Aerodactyl, ne? Mal gucken, kriegt dort. Eisenschweif trifft sogar, cool. Ist effektiv und macht Schaden. Jetzt kann ich Onix tatsächlich noch sinnvoll einsetzen, ey. Hätte ich nicht gedacht. Weil das kann mir keinen Schaden machen, aber ich mache dem gut Schaden. Geil. Aerodactyl ist auch so ein interessantes Pokémon, ne? Ich bin froh, dass ich die ganze Zeit treffe gerade. Und er kann nur Flügelschlag einsetzen. Boah, wie wenig Schaden er macht. Schon, trifft nochmal. Ey, der trifft einfach jedes Mal. Ich glaube, Eisenschweif hat nur eine 70%ige Chance zu treffen. Und er hat den einfach besiegt. Geil, das hat sich richtig gelohnt, ohne nichts zu fangen. Das war also die perfekte Wahl. Eisenschweif hat was gebracht. Ich hätte auch ganz einfach... Okay, nee, ich wusste ja, dass Klurak Eisenschweif kann, aber egal. Unfassbar, du bist wahrlich ein Pokémon-Meister. Red gewinnt 6000. Jetzt haben wir die Top 4 besiegt. Krass.
Ich hätte gedacht, dass es jetzt doch noch so schnell geht. Es ist kaum zu glauben, meine Drachen sind an dir gescheitert, Red. Nun bist du der Champion der Pokémon-Liga. Hm, eigentlich wärst du es. Aber du musst noch eine Herausforderung bestehen. Ein weiterer Trainer erwartet dich. Es ist Blue. Spoiler. Auch er hat die Top 4 besiegt. Er ist der amtierende Champion der Pokémon-Liga. Das ist natürlich überraschend, nicht? Dann wollen wir den mal ausrotten. Das ist auch so asozial. Der hat gerade so seine Träume erfüllt und jetzt kommen wir und wollen ihn erstmal besiegen. Der ist einfach so richtig böse eigentlich, ne? Kein Wunder, dass der uns hassen müsste eigentlich. Top-Beleber setzen wir bei Tragoran ein. Da. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ich glaube, ich benutze den anderen Top-Beleber für Glurak. Ja, komm, ich benutze die eh irgendwie nie. Warum dann nicht jetzt? Jetzt ist eigentlich der einzige Moment, wo ich noch so harte Kämpfe machen muss. Der einzige brutale Endkampf ist eigentlich gegen Glu, also komm. Wann denn sonst einsetzen, wenn nicht jetzt, ne? Top-Trank benutze ich bei... gar keinem, ne. Ach komm. YOLO, ist mir egal. Tauboss hat mit so wenig KP Onix brauche ich nicht aufzufüllen, weiß ich nicht, brauche ich jetzt echt nicht. Top Genesung. Habe ich jetzt nur 8 Stück und keine benutzt, das ist natürlich richtig dumm. Aber wir gehen weiter. Wer wird unser Gegner sein? Also unser erster Pokémon-Gegner. Ich weiß, dass der Blue ist, aber ich weiß nicht, wer der Gegner sein wird. Ich benutze zwar Tauboss als erstes. Oder Lexo, weil ich habe das Gefühl, dass er Tauboss als erstes haben wird. Weil er hatte, glaube ich, einen Tauboger, ne? Da ist Blue. Oh, Pokémon-Liga. Hallo. Auf diesen Moment warte ich schon lange, Red. Ich brauche einen starken Gegner, der mich in Form hält. Oder so. Während ich mein Pokédex aktualisiere, habe ich nur die stärksten Pokémon ausgewählt. Aber nicht nur das. Ich habe mein Team aufgebaut, die alle Pokémon besiegen können. Und nun, ich bin der Champion der Pokémon-Liga. Red, weißt du, was das bedeutet? Ich werde es dir sagen. Ich bin der mächtigste Trainer der Welt. Kommt schon krass rüber. Die Musik ist irgendwie kacke. Tauboss, ich habe recht gehabt. Geil. Ich habe nicht nachgeguckt. Ich wusste nicht. Aber ich habe tatsächlich recht gehabt. Krass, war eine gute Entscheidung. Stell dich mal vor, ich hätte jetzt selber Tauboss eingesetzt. Dann wäre ganz schön dumm gewesen. Donner. Und es trifft schon wieder Elektrobolt, bist du geil. Okay, der wird jetzt schon Pokémon haben, die Level 60 in Sinn, wie es aussieht. Der hat wahrscheinlich einen Totem oder 65 oder so. Oh, schade. Und Sandwirbel. Sandwirbel bringt nichts, der nicht trifft immer. Aber der wird jetzt die Top-Genesung einsetzen. Und weil Donner jetzt vermutlich nicht mehr treffen wird, setze ich jetzt einfach nur noch Schockwelle ein. Was denn, hat Donner nur noch 2 AP? Was eigentlich nicht schlimm ist, aber naja. Wenn er dem die Hälfte der KP abzieht, dann bin ich froh. Ich glaube, dann macht er die Hälfte, oder? Doch. Was? Wow, Volltreffer. Krass. Jetzt hat er genauso viel Schaden gemacht wie Schockwelle. Und Elektroball greift... wie Donner. Und Elektroball greift einfach zuerst ein. Jetzt hat ihm seine Top-Genesung nix gebracht einfach. Geil. Boah, das war richtig gut, dass ich da Glück gehabt habe und Elektroball zuerst eingesetzt habe. Der Anfang vom Kampf kann so vieles entscheiden, ne? Weil was ist, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, falsche Pokémon eingesetzt hätte und er dann später hinaus im Kampf Pokémon gehabt hätte, gegen das mein Pokémon sehr effektiv gewesen wäre, weil ich am Anfang eingesetzt habe, was dann aber besiegt worden ist, weil ich eben das Falsche zuerst eingesetzt hätte. So kann sich der ganze Kampf drehen, wenn man am Anfang der falsche Pokémon einsetzt. Suffer. Deswegen ist es auch nicht schlimm, wenn man beim ersten Kampf gegen irgendwelche wichtigen Gegner verliert, weil dann kann man sich angucken, ah, die konnten das, Alter, die konnten das und das. Ich zerfetze seinen ganzen Pokémon einfach. Rizoros sieht auch geil aus, ne? Wechseln wir Pokémon mal. Zu dem nicht, das wäre, glaube ich, dumm. Ich benutze einfach mal meinen Onix kurz und greife den ein bisschen an, bis der dann ein paar KP verloren hat. Einfach nur so, damit das halt da ist. Damit das auch mal eingesetzt worden ist. Aber ich glaube, das müssen wir da zuerst angreifen, sehr wahrscheinlich. Oh, Feuer-Odem. Okay, ich glaube, der ist besiegt. Yep. Aber naja. Das hat jetzt gar nichts gebracht. Aber wenigstens war auch mal im Kampf, ne? Taubos. Was hat der denn sonst noch so? Der hatte noch... Der hat ein neues Pokémon. Kokowai, dafür könnte ich mir Taubos aufheben. Dann hole ich jetzt Glurak. Ja. Ich muss mir Elektroball auch noch für Turtok aufheben. Lohnkanonade, los. Reflektor. Oh, ich habe gerade gedacht, das wäre, das wäre hier Dings. Konter oder sowas. Das wäre ganz schön scheiße gewesen. Obwohl Konter wäre nicht scheiße gewesen. Also ich glaube, Lohnkanonade ist ein Spezialangriff. Er setzt das ein. Ich kann nichts machen. Also hat er im Endeffekt überhaupt nichts gebracht. Der hat also schon mal 2 Top-Genesungen.
Psychokinese. Jetzt bin ich gespannt, wie viel Schaden macht das. Bestimmt viel. Ja. Aber einen Angriff habe ich schon überlebt. Das heißt, wenn ich jetzt mehr als ihr Schaden mache, wirst du besiegt. Ist das nochmal Lohnkanon allein? Weil dann besiege ich dich auf jeden Fall. Sei denn, ich treffe jetzt nicht, da wäre ziemlich dumm. Und es trifft, geil. Haben wir dich auch besiegt? Der hatte noch ein Kokowaldert, weiß ich. Der hatte noch Turtok. Wie viele Pokémon hat er eigentlich noch? Turtok kommt jetzt, okay. Dann musst du wohl ran, Lektorball. Ich konnte bis jetzt Tragoran noch ganz sinnvoll einsetzen. Wäre irgendwie cool, wenn er auch einen Tragoran hätte. Passt irgendwie zu dem. Der hat noch Turtok? Kokowai und wahrscheinlich ein neues Pokémon, oder? Oder habe ich irgendwas mitbekommen? Donner, und er trifft schon wieder. Wie krass Elektrowell denn? Und es ist Level 63, nicht 65 Grad, ne? Okay, was machst du? Hydro-Pumpe. Paralysiert, geil. Ich habe gerade so viel Glück, ne? Und es ist auch noch paralysiert. Alter, genau. Okay, wenn ich jetzt noch mit Donner treffe. Soll ich... Oh, er hat eine Beere. Das ist doof. Wie viel KP? Ich setze Schockwelle ein. Ich glaube nur, dass ich jetzt nochmal treffen werde. Und ich kann mir nicht erlauben, einen Angriff fehlzuschlagen. Deswegen war ich lieber da. Und da dürfte auch reichen, wenn ich das zweimal mache. Regentanz. Das ist ja ultra dumm. Du hast nochmals viele Wasser-Pokémon. Hast du überhaupt ein anderes Wasser-Pokémon? Das gibt ja keinen Sinn. Warum setzt du das ein? Naja, von mir aus. Ist jetzt besiegt. Das wäre ganz schön lächerlich dann. Wie ich den fertig mache. Ich finde, der ist einfacher. Ein einfacher Champ. Finde ich. Boah, damals, ne? Oh, jetzt kann ich meinen Tragoran einsetzen. Damals, als ich zum ersten Mal die Top 4 geschafft habe, ich habe wirklich mehrere Wochen, wahrscheinlich sogar ein paar Monate dran gesessen, die Top 4 zu schaffen, hatte dann endlich den letzten Scheiß-Typen besiegt, den Drachentypen, gegen den habe ich immer verloren. Immer gegen den Scheiß Tragoran, jedes Mal. Jetzt habe ich selber einen Tragoran, ich habe mich darauf vorbereitet und habe aus meinen Fehlern gelernt. Und jetzt, damals habe ich dann... Oh, da wird viel Schaden machen, oder? Ja, Volltreffer. Okay, Volltreffer. Und hab dann endlich den letzten besiegt und auf einmal heißt es, ich muss noch jemanden besiegen. Ich habe mich so aufgeregt. Ich habe gedacht, scheiße, ich habe so lange jetzt dafür geübt und habe dann endlich geschafft. Und jetzt kommt noch ein Trainer. Und ich hatte, glaube ich, nicht mehr viele Heil-Items. Okay, Arcani war das letzte Pokémon, was er noch gehabt hat. Hatte nicht mehr viele Heil-Items. Und musste dann gegen noch jemanden kämpfen. Warum hat er immer einen Volltreffer? Hab dann aber Gott sei Dank beim allerersten Versuch direkt Blue besiegt. Da war ich so stolz, ey. Ich habe mich so gefreut. Weil diese, ja, ich hab's geschafft, und dann auf einmal, nee, doch nicht. Ich da war so ein Mischmasch der Gefühle, ey. Okay, jetzt kommt Kokowai. Jetzt ist Tauboss am Start. Wenn Tauboss das nicht schafft, dann setze ich, glaube ich, Slimog ein. Da müsste auch einiges reißen können. Obwohl, ich glaube, Kokowai ist ein Psycho-Pflanze-Pokémon, ne? Kokowai, ey. Hat sich auch mal entwickelt. Toll gemacht, dass der endlich genug Geld gab, für einen scheiß Plattstein zu kaufen. Fliegen! Nee, du setzt jetzt Donner oder so was ein. Ach ja, Bombe, wow. Okay. Bringt Fliegen was? Bringt Fliegen viel? Naja, also Taubes ist jetzt echt... Oh, Schlafpuder. Nimmt mir so das beste Pokémon. In meinem Team. Aber das Kämpfen ist eigentlich so gut wie eh bald vorbei. Ich meine, wir müssen noch Mewtwo fangen. Das wird schwer. Schwerer Kampf. Aber, wow. Ja, immer Volltreffer. Wieso triffst du jedes Mal einen Volltreffer? Okay, Taubes ist ja jetzt auch im Arsch. Aber, naja. Da müssen wir halt nur ein Pokémon fangen, den kompletten Trainer besiegen. Vor allem keinen Champ. Also hier ist jetzt der letzte schwere Kampf. Bis jetzt hat er noch keine Psycho-Attacke eingesetzt, deswegen gehe ich mal davon aus, dass er keine kann. Und setze einfach mal ihn in den Kampf. Maschbombe! Wieso trifft der scheiß Schlafbruder jedes Mal? Dummer Hacker, ey. Und Slimer hat auch noch weniger KP, weil ich den geheilt habe, weil ich so asozial war. Obwohl der... mir im letzten Kampf einfach super gut geholfen und Tragoran besiegt hat. Er setzt aber nur Eierbombe ein. Aber er macht, glaube ich, genug Schaden schon, ne? Ja. Ich glaube, ich werde gleich beim nächsten Angriff Slimer mit Top-Genesung geben. Du überlebst das doch, oder? Nein, warum sitzt denn da ein Volltreffer? Oh, armes Slimer. Ist der Watt, ey? Glurak, Lohnkanonade. Schaffst das, komm schon. Yes, ich darf zuerst angreifen. Oh, schön mit Glurak, letzte Pokémon auf dem Weg zur Top 4, zum Champ besiegt. Ich habe die Top 4 schon geschafft, von daher. Wir sind Champ, wir haben es geschafft. Glaube ich zumindest sein, jetzt passiert irgendwas Schreckliches und mein Spiel stürzt ab oder so.
besiegt Champ Blue. Das kann nicht wahr sein. Meine besten Pokémon sind geschlagen. Mein Siegeszug ist schon vorbei. Nach allen Anstrengungen Liga-Champ zu werden. Das ist nicht fair. Das ist echt asozial. Stellt euch mal vor, ihr seid die ganze Zeit da so drauf und macht sogar alles. Euer Pokémon stirbt, weil euer Rivale da umgebracht hat. Was immer noch nicht wirklich wahr ist, aber ich denke die ganze Zeit, dass das wahr ist. Und dann seid ihr endlich Champ und dann kommt er und ihr seid 5 Minuten Champ und dann besiegt er euch. Und dann seid ihr kein Champ mehr. Das ist doch scheiße. Wieso habe ich verloren? Mir tut Blue richtig leid. Ich habe mein Pokémon doch so sorgfältig aufgezogen. Verdammt, du bist der neue Champion der Pokémon-Liga. Aber ich gönne dir das nicht. Seht ihr, der ist richtig wütend auf mich. Und dann kommt Eich mit seiner scheiß Musik, die echt voll geil ist, aber denkt so, ah, Blue, halt die Fresse, du bist scheiße. Du hast gewonnen. Oh, jetzt disst ihr denn auch noch so richtig brutal. Du bist der neue Champion der Pokémon-Liga. Du hast viel dazu gelernt, seit du dich mit Gemeinde auf den Weg gemacht hast. Du bist doch viel erfahrener. Blue, du hast mich sehr enttäuscht. Alter! Als ich hörte, du hättest die Top 4 besiegt, kam ich hierher. Doch als ich ankam, warst du der Verlierer. Blue, weißt du, warum du verloren hast? Du hast deinen Pokémon nicht genug Liebe und Vertrauen entgegengebracht. So wirst du niemals Sieger werden. Alter, wie asozial. Dir tut mir gerade voll leid. Red, du hast begriffen, dass dein Sieg nicht alleine dein Verdienst war. Die Beziehung zu deinem Pokémon ist vorbildlich. Alter, wie asozial ist der? Das ist dem sein Enkel. Jetzt steht er da allein und wir lassen ihn einfach... Alter, das ist ja richtig scheiße. Ich hatte gar nicht so arschig in Erinnerung, aber das ist extrem asozial. Herzlichen Glückwunsch, Red, dass dir dein Pokémon rumzahlt. Jetzt freue ich mich noch nochmals. Armer Blue, ich will ihm helfen. Ja. Zusätzlich werden hier alle Pokémon geehrt. Red, du hast hart kämpft. Ich finde das irgendwie asozial und auch scheiße. Wie oft jetzt asozial vorkommt, dass jetzt mein Onix einfach in die Top 4 einzieht, obwohl ich das vor 5 Minuten gefangen habe. Ist irgendwie scheiße. Aber da habe ich wenigstens noch einen Platz für Mewtwo. Ihr habt ja gesagt, ich soll keinen legendären Pokémon benutzen, aber... obwohl, ich werde alle Pokémon am Ende sowieso ablegen in die Box, damit ich gucken kann, dass ich alle gefangen habe. Elektroball! Tauboss! Glurak, mein Starter. Slimog. Tragoran. Ich bin jetzt auch ein Fan von Tragoran. Ich bin irgendwie stolz. Ich hätte niemals gedacht, dass mein Team sein wird. Am Ende von dem Let's Play. Oder was heißt das Ende von Let's Play? Ist ja nicht zu Ende, ne? Wir müssen ja noch einiges schaffen. Boah, der Part dauert auch schon wieder fast eine Stunde. Krass. Champ der Pokémon-Liga. Herzlichen Glückwunsch. Ist geschafft. Und wir haben 52 Stunden hat er gestanden für gebraucht. Obwohl er dann keine 52 Stunden waren. Oh! Jetzt ist er... Mir tut er voll leid. Okay, tolles Gespräch. Ah, oh, das war irgendwie süß. Ah, oh, da sind wir. Pokémon Feuer Rote Edition. Credits. Ha. Haben geschafft. Wir haben einen großen Teil unserer Reise als Pokémon-Trainer geschafft. Und zwar sind wir Champ geworden. Wir sind der beste Pokémon-Trainer hier. Aber wir haben dann nicht alle Pokémon gefangen. Und das ist ja unser Hauptziel gewesen. Denn der Allerbeste zu sein, sind wir jetzt schon. Aber wir haben noch nicht alle geschnappt. Und deswegen werden wir uns gleich erstmal hoffentlich auf ein neues Island begeben. Da dann mal Pokémon züchten. Und dann bekommt Glurak endlich Babys. Glurak kann endlich eine Familie gründen. Und ja, dann werden wir noch in der Azuria-Höhle ein paar Pokémon fangen. Ich glaube zwei Stück, glaube ich, die wir dann tauschen müssen. Oder eins? Ich kann einfach nachgucken. Oh, das ist Glurak. Ah, da war Glurak. Die anderen Pokémon kommen bestimmt auch noch, die Starter. Wir müssen noch, ja, ein Entoron fangen in der Azuria-Höhle. Und ein Georock, genau. Das Entoron werden wir tauschen gegen Schlurp. Das Georock werden wir behalten, ganz normal ablegen. Und da sehen wir gerade unseren Weg, den wir gegangen sind. Ja, und den Rest werden wir halt züchten. Wir brauchen, wie gesagt, ein paar Evolis und ein paar Glumanda, zwei Stück, wo dann eins draußen Glutexo wird. Und dann haben wir alle Pokémon bis auf eins. Und das werden wir dann fangen, nämlich Mewtwo. Da wird unser letzter großer Kampf sein. Obwohl, der wird nicht groß sein. Ich werde den mit dem Meisterball fangen, also werde ich den sehr einfach fangen. Also haben wir eigentlich keine große Herausforderung mehr vor uns. Das ist dieser Floor, weil er auf einmal wirklich fett geworden ist. The fuck? Wisst ihr, was ich cool fand bei Omega Rubin? Das war saugeil gemacht. Da war halt der Endscreen so, dass man am Ende einfach alle
gesehen hat, die, also alles gesehen hat, was passiert ist, in so Bildern. Man hat da so eine Karte gesehen, die ist so entlang gefahren und da waren immer so Bilder, was passiert ist. Und das war auch wirklich auf einen selbst zugeschnitten. Das heißt, da war zum Beispiel ein Moment, wo ich dann den ersten Arenaleiter besiegt hatte, hat man dann gesehen, mit welchen Pokémon ich den besiegt habe. Das war dann dabei und so. Man hat so eine coole Animation gesehen, oder eine Animation, so ein Bild halt gesehen, wo ich da drauf gezeigt habe. Und mein Schwalbus ist dann so drauf zugeflogen und so. Das war richtig, richtig cool, sowas. Und das ist hier leider nicht so, aber mein Gott, das ist ein altes Spiel. Und ich frage mich gerade, wie viele von diesen Leuten, die da stehen, vom Namen her, schon tot sind, weil das Spiel schon ein bisschen alt ist. Da ist Turtok. Okay, das sah jetzt ein bisschen gruselig verkrüppelt aus, aber okay. Das, der arme, arme Blut. Tut mir voll leid. Ich glaube, ich gehe den gleich als allererstes mal besuchen, ey. What the fuck? Tut mir leid. Okay, der Party ist dann aber doch nicht der längste, weil der Silk Crow Part war der längste. Oh, tut mir voll leid. German Version, Koordinator. Ich zeige aber trotzdem gerade die Credits, weil ich das einfach, ich weiß nicht. Ich finde, das haben die verdient. Ich bin irgendwie voll stolz, wenn ich jetzt alle wirklich 100, alle. Was ist los? Wenn ich alle 150 Pokémon gefangen habe und dann auch der Champ geworden bin, dann habe ich wirklich Kanto komplett geschafft. Dann habe ich einfach, weiß ich nicht, alles geschafft, was man schaffen kann. Das kann auch nicht jeder sagen, dass er wirklich alle Pokémon gefangen hat. Ich meine, ich habe die echt nicht alle gefangen. Ich müsste Blattgrün spielen und da dann auch alle anderen üblichen übrigen fangen. Wie sieht Pikachu aus? Dann habe ich erst alles geschafft. Und dann gehen wir wieder zurück nach Hause. Aber naja, wenigstens habe ich fast alles geschafft. Es wäre echt cool, wenn man mal so ein Spiel spielen würde, so ein Let's Play, wo dann einer die eine Edition von Pokémon und einer die andere Edition spielen würde. Und dann tauscht man so hin und her. Das wäre sau cool, ne? Und außerdem kann man sich dann so kämpfen, so battlen. Wer kriegt die besseren Pokémon? Wer findet vielleicht ein Shiny-Pokémon? Wer findet vielleicht... Wer gewinnt zuerst gegen die Top 4? Ende. Oh, wir haben geschafft. Muss ich irgendwas drücken? Ja, ne? Da startet das Spiel wieder von vorne. Zum ersten Mal, dass ihr jetzt den Screen seht. Krasserweise. Und das ist der Spielstand. 144 Pokémon. Heißt, es fehlen noch 6 Stück. 8 Orden, 52 Stunden, die nicht stimmen, weil ich sehr oft vorgespult habe und dadurch dann das Ganze beschleunigt worden ist. Jüngster Verlauf des Abenteuers. Ich habe einfach alle getötet. Bruno besiegt. Agathe besiegt. Siegfried besiegt. Und Red lieferte sich einen sagenhaften Kampf mit Champ Blue. Sichert das Spiel genau in Alabastia, wo ich hier gar nicht gespeichert habe. Ich werde jetzt erstmal Blue besuchen gehen. Und dann kommt Professor Eich und nervt mich erstmal richtig hart. Ah, Red, bist also zurück. Wie ist es denn nun dein Pokédex bestellt? Darf ich ihn sehen? Aha, du hast 144 Pokémon gefangen. Das ist wirklich beeindruckend. Es gibt etwas, das ich dich fragen wollte, Red. Komm, folge mir. Ich habe fast alle Pokémon der Welt gefangen, aber was willst du jetzt? Was willst du, ha? Und dann kommt die Enttäuschung, denn man kriegt einfach nie das Pokédex voll. Kann ich bitte das letzte Pokémon da liegt haben? Das wäre sehr cool. In letzter Zeit wurden viele seltene Pokémon gesichtet. Ich spreche von Pokémon, die nie zuvor im Kanto aufgetaucht sind. Ich würde mir es gerne selbst ansehen, aber ich bin zu alt. Ich kann nicht... Was? Da ich nicht kann, möchte ich dich bitten. Dich, Red, bitten, an meiner Seite... an meiner Stadt zu gehen. Hä? Ach, an meiner Stadt zu gehen. Das ist wirklich ein Satz, der hört sich nur ein bisschen komisch an. Sehr alt. Blue, das habe ich gehört. Upsi, warum gibst du immer Red den Vorzug gegenüber mir? Ich habe mehr Pokémon gefangen und auch noch viel schneller. Ich sollte mich also um alles kümmern. Ich weiß, ich weiß. Ich bräuchte natürlich auch deine Hilfe. Lasst mich eure Pokédex sehen. Wenn der mehr Pokémon als ich gefangen hat, what the fuck? Was ist denn das für ein cooler Trainer? Der wird voll unterschätzt. Wir haben beide Pokédex. Und erledigt. Nun können sie mehr Infos über Pokémon sichern. So einfach geht das, liebe Kinde. Der Pokédex von Red wurde erweitert und schon sind wir wieder total weit entfernt von den 100%igen Pokédex. Denn jetzt können wir auch alle Pokémon aus der zweiten Generation fangen. Toll. Diesmal müsst ihr den Pokédex wirklich vervollständigen. Er sollte der beste und vollständigste Pokédex aller Zeiten werden. Das ist wahrhaft ein großes Unterfangen in der Geschichte der Pokémon. Ruhig, Obsi, keine Aufregung. Ich vervollständige den Pokédex, mach dir keine Gedanken. Ich denke, ich werde mich zunächst auf Island 1 umsehen. Wie dem es sei, ich muss weg. Oh, ich will dich da trösten. Kann ich das bitte haben? Oh, Geizhals. Ich habe eh schon eins. Also von daher, ich brauche keinen Visasamen, ne? So, gut, dann würde ich sagen, wir besuchen nur einmal unsere Mutter, reden mit der und lassen uns heilen. Ich glaube, wir sind eh geheilt, aber naja. Hi. Wieso hast du eigentlich blaue Haare?
Du sollst eine kurze Pause anlegen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Part, den wir dran zu werten. Und wir werden uns dann aufmachen, die letzten Pokémon zu fangen. Das wird spannend. Und neue Islands besuchen. Ich frage mich ja gerade, ob man überhaupt hier alle Pokémon aus der Zeitengeneration fangen kann, weil da bezweifle ich gerade stark. Egal. Pokémon sehen sehr gut aus. Achte auf dich. Bis dann. Tschüss.